Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar machen wir heute wieder so ein kleines PvP-Kisten-Opening. Ich habe letzte Woche meine PvP-Leiste ein wenig gefüllt, habe aber keine Arena-Games mehr gemacht. Also ich dürfte wahrscheinlich jetzt nicht so ein hohes Item rauskriegen, aber es ist ja der Patch, also Patch 8.3 heute live gekommen. Ah, schau mal, jetzt ist auch hier das Mount nur noch drin und abgehakt, dass ich das habe. Und dementsprechend mal gucken, vielleicht gibt es trotzdem jetzt was Höheres. Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig informiert. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Kiste auf. Jetzt gucke ich mal. Ach, das. Ah, schau mal, hier sind schon die neuen Innis drin. Interessant. Okay, jetzt machen wir mal die Kiste auf und gucken mal rein, was wir rauskriegen. Mal schauen, ob es die Woche schon hohen Loot gibt. Ah, 4,15. Ich hab's mir fast gedacht. Okay, das kann ich gleich mal dissen. Heißt, war dann auch nicht so schlimm, dass ich kein M-Plus gemacht hatte und so. Wie ich mir das gedacht hatte, kommt dann erst der hohe Loot nächste Woche raus. Also sprich, wenn sie auch das Item-Level erhöhen. Und dementsprechend war es in meinem Fall jetzt gut, hier nicht unbedingt nochmal ein 15er Key und einen Haufen PvP zu machen, dass ich auch ja hohen Loot kriege. Okay, alles klar. Das war's schon wieder von dem kleinen Opening. Ich wünsche euch viel Spaß mit 8.3 und wenn ihr wollt, schaut in den Stream rein. Ich werde wahrscheinlich heute den ganzen Tag noch streamen und die nächsten Tage auch. Hab Urlaub und ja, mal gucken, was so geht. Euer Tela, bis dann. Ciao.